Komm nicht näher, Geist. Ich habe dich gesehen, als du mich im Gestrüpp verfolgt hast. Dieses alte Königreich, etwas Schreckliches erwacht. Ich kann es förmlich riechen. Ich weiß, du bist hier. Ich weiß, was du zu tun versuchst. Das kann ich nicht zulassen. Ja, geil. Kampf gegen Hornet. Hey, komm her. Liga der Hobbylosen. Hallo ihr aberwitzigen Sitzbänke da draußen. Willkommen wieder zurück zu Hollow Knight. Und bevor es losgeht, könnt ihr gerne mal ein Abo und eine Bewertung und einen Kommentar da lassen. Keine Ahnung. Fragt mich irgendwas. Und ja, ich werde mir jetzt mehr bemühen, immer dieses gleich am Anfang rauszubringen. Heute werden wir auf jeden Fall mal den zweiten mehr oder weniger Boss herausfordern. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn gleich besiegen kann. Besser gesagt, ich gehe hin zu ihm. Aber ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, wie viele Versuche ich brauchen werde und wie lange es dauert, bis ich reinkomme, weil halt ich mehrere verschiedene Steuerungen zurzeit habe. Einmal Smash und einmal das hier. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Steuerungsarten. Einmal habe ich einen Pro-Controller und einmal habe ich einen Xbox-Controller für einen PC. Und hier geht's jetzt rein. Okay. Genial, auf jeden Fall schon mal. Ich hoffe, ich bin nicht zu weit weg von meinem Mikro und ich hoffe, der Ton passt so. Und ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Ja, das ist eigentlich alles, was ich hoffe heute. Genau das ist alles. Und, wie soll ich hier rüberkommen? Ich glaube, ich habe einen falschen Weg gewählt. Jupp, ich glaube, ich muss hier eben außenrum gehen. Oh nein. Und natürlich, mein Handy klingelt jetzt. Geil. Leute, falls ihr euch jetzt wundert, mich hat gerade jemand angeschrieben. Und ich musste jetzt einfach hier ein Cut machen und mir das anhören, was der geschrieben hat. Und irgendwie glaube ich, dass ich jetzt hier erstmal vorbeikommen darf, ohne dass ich Schaden nehme, wollte ich sagen, weil gegen den Gegner habe ich keine Lust zu kämpfen. Ich muss hier echt jetzt einmal außen rum hüpfen. Wenn ich ehrlich bin, darauf habe ich eigentlich überhaupt keine Lust gerade, aber ich werde schon klarkommen irgendwie. Und hier habe ich mir zunächst Energie wieder geholt, damit ich hier zunächst rüber hüpfen kann. Entspannt. Okay, da ist kein Geheimgang, das wirkte nämlich gerade so, als wäre da voll das übelste Geheimgang-mäßige. Jetzt gehe ich hier rüber und gehe mal jetzt schnell zum Bereich mit dem Boss. Also auf den habe ich halt echt mega Lust gerade. Also wirklich, ich habe jetzt wirklich Lust auf diesen Bosskampf, einfach nur. Deswegen beeilen wir uns mal hier lang zu gehen. Und hier müsst ihr jetzt erstmal, ja genau, hier ich glaube sogar, dass ich hier oben noch einen Boss, einen Zwischenboss habe, oder? Ja, hier habe ich sogar noch einen Zwischenboss. Leute, dann gehen wir mal jetzt auf spannende Kämpfe über. Und zwar diese riesige Mücke hier. Oh verdammt, habe ich Energie verschwendet. Hier frisst die Energie. Ey! Natürlich falle ich runter. Typisch. Hey, hier frisst die Energie nochmal. Die kann ja auch irgendwie diese riesige. Mann, ich habe gerade echt ein Problem gegen diese riesige Zangenmücke oder Zangenvieh. Jetzt holt sie sich wieder Verstärkung. Und ich. Okay, Leute, ich gehöre eindeutig heute verbannt hier von. Also, hey, hör auf, Mitkämpfer zu holen. Das ist unfair. Hey, ich bin gerade echt zu schlecht, um gegen diesen... Okay, wieso? Wie will ich bitte einen Boss bekämpfen, wenn ich nicht mal gegen dieses Vieh gewinne? Jetzt stirb bitte. Und hey, stirb, danke. Wenigstens hat das jetzt gut funktioniert. Irgendwie. War zwar irgendwie auch großteils peinlich, aber es hat funktioniert. Und du, Typ? Ja, mal anhören, was der sagt. Was denkst du eigentlich, was du da tust? Wie kannst du es wagen, dich dazwischen mich und meine Beute zu stellen? Du das öfter streuchst. Du herumstehst anderen einfach im Weg und störst. Eins solltest du wissen, Storch, ich bin Zotto, der Mächtige, ein Ritter von großem Ruhm. Kreuze meinen Weg noch einmal und du wirst erfahren, warum man meine Waffe den Lebensender nennt. Was willst du denn noch von mir? Ich bin ein Ritter, ich bin an deinen kindischen Spielen nicht interessiert. Ich brauche meine Ruhe. Verschwinde oder willst du, dass ich meinen Nagel ziehe? Leute, eins kann ich wenigstens sagen, wenn du ihn jetzt nochmal ansprichst, er zieht leider seinen Nagel nicht. Und ja, dafür, dass es jetzt einfach so ein mini-zwischen-riesiger Käferboss war, war das eigentlich ziemlich gut. Lese nochmal kurz. König der Rachfliegen. Patriarch
einer Rachfliegenkolonie, schnappt nach Eindringlingen und ruft Verstärkung herbei, wenn es bedroht wird. Ja, okay. Noch einen müsste ich besiegen, damit ich dann so eine die Haupttext bekomme, leider. Also nur noch einen. Aber jetzt geht's erstmal hier nach unten, obwohl ich gerade oben gucken wollte, ob es da oben noch weitergeht, weil ich glaube nämlich schon. Nein? Okay, das überrascht mich jetzt sehr sogar. Das überrascht mich wirklich sogar. Okay, dann gehen wir jetzt hier hinein. Und werden erstmal da hinten... Nein, nicht gegen dieses Moosvieh. Ich hasse dieses Moosvieh. Hier... Nein, Mann, ich habe keine Energie dafür. Na, geil. Hey, hey, Moosvieh, stirb. Ich hasse dieses Moosvieh. Jetzt komm her. Ist hier, hat es sich wenigstens gelohnt, hier hinzugehen? Keine Ahnung. Die grünen Kinder traten aus dem Traum. Und in diesem Land, hier werden wir nun voller Geduld den Aufruhr zur Rückkehr erwarten. Muss ich das verstehen? Ich hoffe mal nicht. Okay, komischer Text. Und jetzt muss er wieder durchkommen, ohne Schaden zu nehmen, ne? Jetzt, ey, du stirb jetzt gefälligst. Ich hätte zwar die Energie gern genutzt, um mich zu heilen, aber, nein, jetzt kannst du jetzt so schnell werde ich jetzt nicht gegen diesen Gegner da kämpfen, weil ich kaum Energie jetzt mehr habe. Wenn ich jetzt gegen so einen Stachelgegner kämpfe, dann wird es eng laufen. Also Leute, ich sammle kurz Energie ab hier. Okay, bis gleich. Leute, ich habe jetzt hier Energie gesammelt. Besser gesagt, mich wieder aufgeheilt vom Leben her. Wir werden jetzt erstmal den einen Wurm da retten. Das ist zumindest jetzt meine Aufgabe, wo ich machen will. Und zwar, greif an. Ja, hey. Greif, hey. Okay, das war jetzt irgendwie unerwartet einfach. Komm her, greif an. Hä? Was ist bitte mit dem los? Der macht mir das jetzt irgendwie viel zu einfach. Okay, ich habe jetzt Schaden genommen, aber... Okay, nochmal Schaden genommen, aber ja. Komm her. Ja, greif an. Ja. Komm her. Nein, er hat mich wieder getroffen. Aber hey, ich habe ihn getötet sogar. Oh, mit zwar Schaden genommen. Aber ich dachte, ich habe mehr Probleme gegen ihn jetzt hier. Und wenn wir dieses Gebiet abgeschlossen haben, Leute, dann werden wir wieder zu diesen Raupen hingehen, damit wir auch wieder die Belohnungen für die Raupenrettung kriegen. Und den da unten, den werde ich jetzt nicht angreifen, weil, ja, obwohl jetzt muss ich es ja fast tun. Als ob der so Sachen spucken kann. Greif an! Ach. Ja. Ich bleibe einfach hier oben, bis er immer angreift. Nein, das wird so nichts, Leute. Ich weiche die mal lieber aus. Weil ich denke, dass das immer noch... verdammt, hier komme ich gar nicht weiter. Nein, ich bin komplett falsch hier. Lasst mich hier... Ich muss hier eins weiter runter, ne? Ja, ich muss hier eins weiter runter gehen. Erstmal machen wir hier den Abzweigung auf, damit ich wenigstens hier wieder... hochkomme. Ich glaube, das dürfte die klügste Methode sein. Und hier unten habe ich wieder kleinere, leichtere Gegner. Yay. Ich bin mit kleineren, leichteren Gegnern echt mehr zufrieden. Und da unten haben wir den Zugweg. Und ich dachte echt, ich schaffe heute den Boss, Leute. Das habe ich echt erwartet, muss ich sagen. Aber irgendwie glaube ich langsam, ich schaffe den Zug heute nicht. Den Boss, nicht den Zug. Ach, was rede ich mit Zug? Nur weil ich da die Zugstation gerade freischalte. Yay, Karte aktualisieren. Und diesen Ding hier holen. Und wisst ihr was, Leute? Weil wir gerade hier sind, werde ich glaube ich jetzt schon zu diesen Würmer gehen. Weil dazu hätte ich jetzt wirklich Lust. Und wenn wir schon mal hier sind bei der Zugstation, dann können wir ja mal den Weg zu Heilands Nest gleich gehen. Gucken, ob ich da irgendwas mir für die Karte leisten kann. Obwohl, nee, ich spare lieber mal meine Goi, mein Geld, meine Moneten, meine Münzen. Wie auch immer man die sonst alle nennt. Eins sicher, ich werde jetzt hier wahrscheinlich gleich schneiden nochmal. Und zwar, wir sehen uns bei dem Bereich, wo die Würmer sind. Mal gucken, welche Belohnung wir jetzt überhaupt kriegen hier bei die Würmer, weil ich habe ja eine Menge gerettet seit den letzten paar Male. Mindestens 2 oder 3, glaube ich. Das heißt, ich kriege, glaube ich, diesmal sogar eine etwas höhere Belohnung. Und ja, ich hatte recht. Ich hatte recht. Ich kriege dieses Mal eine...
Ja, Leute, falls ihr kurz wundert, was das genau war, das war hier Maskenscherben. Eine Scherbe, eine uralte Maske, die getragen wird, um sich von Unheil zu schützen. Sammle noch 3 davon, um deine Panzer zu stärken und dich vor Schaden zu schützen. Yep, Leute, ich habe jetzt einen Teil einer Maskenscherbe erhalten. Das heißt, wenn ich die nochmal kriege, kriege ich ein Bonusherz, also ein neues Herz dazu. Und ich dachte jetzt eigentlich, dass ich was anderes bekomme, muss ich sagen. Ich habe an ein Amulett gedacht, also zum Ausrüsten, an so einen Anhänger. Den habe ich jetzt wirklich gedacht, erwartet. Ja, und jetzt fahren wir wieder mit dem Zug heim, also bis dann. Oder wartet, Leute, wir haben hier noch jemanden, den haben wir vorhin gerettet. Du dort, warum schleichst du in den Schatten herum? Ja, ganz recht, du hast schon richtig gesehen. Ich bin Zoto, der Mächtige, ein Ritter großen Ruhm. Erzittere vor mir. Während du dich in deinem armseligen kleinen Dorf versteckst, bin ich in die Tiefe hinabgestiegen und habe eine gewaltige Bestie erlegt. Sie hat scharfe Zähne, Reißzähne und kleinerlei Manieren. Ja genau, hoch lebe ich. Aber ich habe keine Zeit für deine Bewunderung. Ich muss mich ausruhen und für meinen nächsten Abstieg vorbereiten. Leute, ich habe jetzt vergessen, ich habe euch das jetzt einfach mal so reingeschnitten. Ich hoffe, das passt soweit. Und jetzt geht's hier wieder nach oben, weil den Bereich werden wir mal wann anders genauer erkunden. Weil hier kommen wir nicht wirklich weiter, da unten. Noch lange nicht, glaube ich sogar. Ja, deswegen dachte ich mir jetzt einfach mal, guck mal gleich mal nach oben. Und guck mal nach, ob ich hier weiterkomme. Und die ganzen Gegner, die keinen komischen, wie soll man die am besten nennen? Diese, Ritter da, diese Schildritter, die, bis ich die bekämpfe, dauert noch ein wenig. Also bis ich die wirklich gut bekämpfen kann. Also ich finde, die sind einer der nervigsten Gegner in diesem Spiel. Und jetzt, Leute, wird es hier ziemlich schwierig, weil jetzt kommt nämlich der Boss. Wir schaffen den Boss wahrscheinlich heute doch noch. Da unten ist der Boss. Komm nicht näher, Geist. Ich habe dich gesehen, als du mich im Gestrüpp verfolgt hast. Dieses alte Königreich, etwas Schreckliches erwacht. Ich kann es förmlich riechen. Ich weiß, du bist hier. Ich weiß, was du zu tun versuchst. Das kann ich nicht zulassen. Ja, geil. Kampf gegen Hornet. Hey, komm her. Okay, komm her. Ich kenne den Kampf hier mal von ihr gerade so noch. Also nicht wundern, wenn ich jetzt ziemlich ausweichen agiere und das alles vorhersehe. Das liegt halt dran, weil ich einen großen Teil ihres Kampfschemas noch kenne. Einfach gesagt. Nein, verdammt. Das war zu früh. Okay, ich muss mich irgendwie heilen. Nein, ich werde meinen ersten Kampf eindeutig, glaube ich, verlieren. Hey! Nein. Okay. Hey. Jetzt heile ich mich kurz. Yes, perfekt. Danke. Nein! Komm her! Okay, da heile ich mich jetzt kurz um. Nein, ich kann mich nicht heilen. Ich habe nicht genug Energie. Nein, ich springe direkt auf dieses Ding drauf, natürlich. Okay, hier kann ich mich jetzt kurz heilen. Die ist K.O. Da gehe ich lieber nochmal sicher an. Hey! Nein! Alter, was hat die bitte für eine... Ding? Okay, da konnte ich mich jetzt gerade nochmal gut heilen. Und zwar... Nein! Ich wollte doch gerade wieder springen. Ja, komm auf mich zugerannt. Und hey, hier kriegst du... Nein! Ich dachte, ich schaff's, um mal Schaden zu machen. Da, bei der Move renne ich jetzt immer weg. Okay, das habe ich gut vorher gesehen, gerade wieder. Nein, jetzt ist es voll in mich hineingesprungen. Und dass ich da jetzt sterben werde, war mir beim ersten Versuch auf jeden Fall klar. Also, ich gehe da jetzt kurz hin und werde meine Seele herausfordern. Und dann sehen wir uns. Leute, und zwar hier ist mein Seelenkampf. Und ja, ich habe gerade voll Schaden gegen meine eigene Seele gekriegt. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich könnte es sogar schaffen bei diesem Versuch. Also, wenn ich weniger reden sollte, nicht wundern. Und der Kampf beginnt gleich, das finde ich genial. Nee, so leicht lasse ich mich jetzt nicht nochmal treffen. Und zwar, du lässt dich wenigstens leicht treffen, hoffe ich. Nein, Mann, ich lasse mich natürlich noch einfacher treffen. Okay, heil. Nee. Und zwar, ja, perfekt, komm her. Nein, die hat wieder angetäuscht. Komm her. Nein. Okay, hier kann ich mich jetzt kurz heilen. Komm. Ja. Ja, ich hab's geschafft. Nein. Ich bin gerade so richtig jetzt im Kampf, Leute. Komm her. Ja, komm her. Du kriegst nochmal einen reingedrückt.
Nee, du kriegst noch mal einen reingedrückt. Nein, nein, die ist voll über mich drüber gesprungen, wie unfair. Hey. Ja, nee, 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 nee. Okay, das benutze ich jetzt nicht, um mich wieder zu heilen. Nein, das habe ich nicht vorher gesehen. Jetzt hier kriegst du... Nein, okay, komm. Yes, nächster gut Schaden gemacht. Heilen. Wahrscheinlich jetzt jeden von diesen Bossen bei einem zweiten Versuch gut mithalte, bin ich, glaube ich, immer gut dabei. Okay. Komm her. Nein, jetzt habe ich gedacht, die springt wieder. Okay, da ist sie wieder gesprungen. Hey. Da hat sie geblockt. Schnell heilen, 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 heilen. Immer einmal zwei Leben heilen versuchen. Hey. Oh ja. Das ist mal ein Laserangriff, weil ich hab... Nein. Fallen. Komm. Es war klar, dass ich das nicht mehr schaffen werde. Okay, ich habe noch zwei Leben. Und nee, das ist wieder so ein bitterer Angriff. Nein, nein, wuh. Ich will jetzt nie nochmal Schaden nehmen, komm. Okay, dass ich jetzt Schaden habe, ist ein bisschen bitter, aber ich habe noch zwei Leben jetzt. Okay, ich komme gut voran gerade gegen sie. Bei meinem zweiten Versuch, also bin ich echt zufrieden mit mir gerade voll. Nein, wieder ein doppelter Jungle-Mann, das ist bitter, aber kann ich jetzt nicht ändern. Nein, dass sie das macht, war... Ich dachte, sie sprintet statt diesen Move. Also bis nochmal oben bei meinem dritten Versuch. Ich werde den finalen Versuch, wenn ich jetzt nicht schaffen sollte, Leute, werde ich euch dann jetzt den finalen Versuch einblenden. Oh, jetzt mache ich es ohne Begrüßung, einfach nur, damit ich den finalen Versuch einblenden kann. Okay. Okay, komm her. Komm her, du Gegnerin. Diesmal mache ich dir nicht so ein einfaches Spiel. Nein. Ja, hör weg. Und jetzt einmal Schaden. Komm her. Komm, ey. Nein, oh, die täuscht es halt. Nein, da hat sie mich wieder gekriegt. Hey, jetzt bin ich voll reingel... Okay, das wird auf... Hey, halt dich! Los! Okay, so weit, so gut. Die täuscht es... Nein! Okay, da kann ich mich jetzt kurz heilen noch. Das hat... Mann, nicht schlecht gerade. Komm her, du Gegnerin, du. Komm her, nein. Hey, komm mal. Nein, komm her. Jetzt bin ich wieder voll in die Klinge rein. Komm, heil. Ich dürfte eigentlich gut gehen gerade heilen. Gut, das hat gerade gut funktioniert, die zweimal heilen, aber hab halt dann auch gleich wieder Schaden genommen. Heilen, immer wenn sie den Move macht, kann ich mich gut heilen. Der Move ist nicht so gefährlich, wenn ihr in so weit weg ist. Und der Move aber leider schon. Okay, heilen. Ich stehe jetzt in ihr. Das ist zwar bescheuert, aber kann ich nicht ändern. Okay, wieder über diese Klinge gesprungen. Finde ich genial. Finde ich gut, so über die Klinge zu springen. Und hier nochmal. Komm her. Komm her, du Gegnerin. Dass sie jetzt wieder diesen Move macht, das habe ich sogar gerade vorhergesehen. Und dass sie jetzt mich nochmal trifft, ist bitter. Hier, nimm das. Und nein. Komm her. Komm her, du Gegnerin. Okay, perfekt. Nein. Nein, das war wieder vorhersehbar zwar irgendwie, aber ich saß einfach in der Bredouille. Komm her. Oh, verdammt. Jetzt habe ich ein Problem. Komm. Yes, das hat gut funktioniert. Nochmal schnell doppelt heilen. Komm. Yes. Hier, frisst diesen Eckbonus-Schaden. Und den hier. Hey, hier. Nimm den Bonus-Schaden mit. Dass sie das wieder macht, habe ich jetzt auch wieder vorher sehen können. Diesmal. Und jetzt kriegst du doppelten Schaden. Ich bin jetzt auf aggressiven Modus. Hier. Komm her. Du kriegst jetzt immer doppelt von mir. Alles. Zurück.
Hier, komm her. Komm her. Versuche jetzt immer doppelt anzugreifen. Und yes, Leute, das war direkt der Versuch. Ich kann es euch sagen, ich musste nicht schneiden. Das war genau der gleiche Versuch, den ich gerade schon gemacht habe. Also, ich habe keinen vierten Versuch gebraucht. Also, das ist jetzt mein dritter Versuch gewesen. Mottenflügelumhang. Und ja, Leute, das ist sogar mein Einband. Und zwar, wenn ich jetzt ERT drücke, also rechte Taste, glaube ich, dann kann ich jetzt halt sprinten. Sozusagen. Okay. Versucht es, die Siegel zu brechen. Sie können nicht geöffnet werden. Sie müssen geöffnet werden. Lass uns schlafen, kleiner Schatten. Kehr in die Dunkelheit zurück. Gewähre uns unsere Ruhe. Okay, an das kann ich mich gerade selbst nicht mehr erinnern. Ja. Das sieht aus wie ich, nur kaputter, geil. Ja, ich bin gerade irgendwie ein bisschen sprachlos, weil gerade einfach diese Schatten kamen da. Diese Geister, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ja, Leute, ich kann jetzt sprinten und Leute, man hört sich in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, also wenn ich hier rausgekommen bin, ich werde es ja noch ein bisschen zurechtschneiden. Ich werde jetzt hier kurz noch nach draußen gehen und mich beim Zugstation begnügen und Tschüss sagen. Und dass ich da jetzt runtergefallen bin und nicht ins Wasser, ist schon eine Kunst. Ich mag diesen Sprint-Bonus einfach. Der ist schon am Anfang richtig geil. Also, wir sehen uns beide noch. Also Leute, man hört sich in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, yo, ja, aber wir ziehen. Hollow Knight-Fans da draußen. Ciao.